Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. Ja, ich hatte ein bisschen was vergessen. Wir haben ja Schmuggelware dabei. Das heißt, ist hoffentlich keine Zeit. Wir müssen einmal kurz handeln. Denn, ja, was mit der Schmuggelware jetzt hier durchs All düsen wäre jetzt nicht so cool. Da können wir hier gleich nochmal ein bisschen Müll loswerden. Wir haben jetzt sau viel Sonstiges. Das hau ich jetzt einfach mal hier mit rein. Da haben wir sogar noch was Gestohlenes. Das können wir dann auch gleich mit wegballern hier. So. Gibt uns noch so ein, zwei Credits dazu. Und eigentlich könnten wir ja mal, bin ich gerade am überlegen, wir könnten ja rein theoretisch nochmal ein bisschen Muni einkaufen. Weil ich habe ja sau viele Waffen und so. Ja komm, wir kaufen ihn einfach seinen gesamten Vorrat an Munition einfach ab. Hier so die 11er, die 12er, die 15, die 3, die 6, die... Warum nicht? Wir kaufen ihn einfach alle draus, so. Was will er machen? Uns das zurückgeben? Glaube ich eher nicht. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Minen loswerden. Wir haben hier noch so viele Notizbücher. Wir haben hier noch Hilfsmaterial. Da muss ich dann nur aufpassen, wenn wir das S besiegeln. Ah, da kommen nämlich meine Schiffsteile. 51 Schiffsteile haben wir mittlerweile. Ah, der Raumkampf wird bald stattfinden. Dauert nicht mehr lange. So, hier nochmal die Kleidung loswerden. Händler lohnt sich schon, wenn man mal ordentlich Munition kauft und dann hier mal ein bisschen was rausballert. Na, gerade bei den großen Sachen, wenn jetzt so Waffen oder Rüstung kommen. Ja, ist wirklich schade. Ich hätte dich gerne gespielt, aber nicht mit erfahrenem All. Hätte ich gerne mal jetzt mit anständigen Perks und zumal dann halt auch nur eine modifizierte, aber... Ciao. So, Antiperson, ja, kommt auch weg. Oh, er hat schon gar keine Credits. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. So, Munition gegen Waffen und Co. eingetauscht. Passt. Das passt. Mir geht jetzt zwar nicht die Munition wirklich aus. No? Und ich könnte eigentlich gleich direkt schnell reisen, aber okay. Auf den Trichter bin ich jetzt gerade nicht gekommen. So, Mission. Einmal zum Schlüssel zurückkehren. Und dann geht's ja schon bald los. Dann müssen wir unser Schiff ja damit auch noch aufpimpen. Dann kriegen wir ja nochmal ein bisschen mehr Schilde und... Ich glaube, das andere war Scanschutz oder sowas in der Richtung. Bin mir jetzt nicht sicher. Naja, unser Schiff kriegt dann halt einfach nochmal ein bisschen Boni. So, Luftschleusencheck und los. Okay, und los. Das heißt, einmal einsteigen. Das wollte ich gerade abdocken. Soll ich den Antrieb anwerfen? Ja, den kannst du anwerfen. Hier ist die Hölle los, Neuling. Delgado braucht dich schnellstmöglich mit Jazz in der Reparaturhalle. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Oh, es ist schlimm, echt schlimm. Delgado wird dir die Details erklären. Und nun ab in die Reparaturwerkstatt. Los! Okay. Es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Zu viele Missionen, zu wenig Zeit. Zu viele Missionen, zu wenig Zeit. Ja, das stimmt. Zu viele Missionen, zu wenig Zeit. Da spricht er mir wirklich aus der Seele. Bald wird die Fleet allen das fürchten. Und du bist sicher, dass die Abwehrbatterien einsatzbereit sein werden? Nein, ich bin nicht sicher. Sie sind in wirklich schlechtem Zustand, Der. Ich bewahre diese Station mit Klebeband und Spucke vor dem Auseinanderfallen und du willst, dass ich ein Kaninchen aus dem Hut zaubere? Ich will keine Ausreden hören. Ich will hören, dass das Problem behoben wird. Punkt. Erledige es. Ist ja gut, bin schon dabei. Würdest du vielleicht aufhören, hier rumzustehen und die Daten des Verteilernetzes übergeben? Hier sind sie. Ah,
Perfekt, nehme ich. Verlässlich wie immer. Anders als gewisse Leute, die wir kennen. Oh, das ist wirklich witzig. Also gut, hör gut zu, denn ich will das nicht zweimal sagen. Wie wir hören, versammelt die UC Systev sich irgendwo in der Nähe für einen Angriff auf den Schlüssel. Wir bereiten uns auf ihre Ankunft vor. Bitte flieg direkt nach Bannock 4 und bring Kriegs Vermächtnis heim. Ich werde sofort mein Schiff bereit machen. Mach langsam und hör zu, bevor du vorschnell handelst und alles ruinierst. Jazz, leg los. Also gut. Als erstes werde ich die Daten, die du von Jennadyne gestohlen hast, in die Datenbanken des Schlüssels hochladen. Du musst nur ein Verteilernetzmodul bauen und in deinem Schiff installieren. Oh, und wenn du es noch nicht getan hast, musst du auch das Comspike-Modul installieren. Wenn wir schon dabei sind, sollen wir gleich deine Einkäufe für dich erledigen? Sobald dein Schiff bereit ist, springst du zu Bannock 4, gehst an Bord der Legacy und bringst uns das Geld. Klingt recht simpel. Hier ist nichts simpel. Dell hat recht. Du musst diese Schritte genau befolgen, sonst brauchst du nicht zurückzukommen. An Bord der Legacy musst du nach 2 Transfermodulen Ausschau halten. Das sind spezielle Schlüssel für den Zugang zum Tresorraum des Schiffs. Wenn du das Kontrollzentrum gefunden hast, schließ den Datenkern an, den ich dir gebe, und lade alles runter, was sie haben. Und bevor du auf die Schnapsidee kommst, mit dem Geld abzuhauen, die Währung wird stark verschlüsselt sein. Nur ein Genie wie Shinya wird diese Verschlüsselung knacken können, also bring es sofort hierher zurück. Du kannst auf mich zählen. Ja, das hoffe ich doch. Hör zu, ich werde es dir ganz einfach machen. Landet das Geld irgendwo anders als auf dem Schlüssel, spüre ich dich auf und reiße es dir aus den toten Händen. Und jetzt los. Okay. Ab zu Bannock 4 mit dir. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also fass dich kurz. Hilfst du mir bei meinem Schiff? Kein Problem. Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden. Sollten leicht zu installieren sein. Mein Schiff muss reparieren. Nee, zeig mal. Mein Laden ist offen, solange das Geld stimmt. Zeig mal erstmal, was du für Schiffe hast. Crimson Fleet Phantom. Mhm, eine Ghost. Eine Banshee. Oh. Ein Reaper. Ein Hound. Ein Spectre. Und ein White. Ja, so ungefähr würde ich mal gerne mein Schiff ausbauen wollen, aber ich bräuchte dieses Cockpit. Okay, aber das ist nicht das Richtige. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also fass dich kurz. Kein bei Problem. Meinem Schiff? Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden, sollten leicht zu installieren sein. Ach, hier oben. Okay, mal sehen, was du brauchst. Ja, wir brauchen jetzt Comspike und Co. Das heißt, einmal hinzufügen. Jetzt müssen wir mal gucken. Kracht, Waffen, das war, glaube ich, unter eine eigene Fraktion, ne? Graf, Getriebe, Treibstoff, Ausrüstung, Docker, Cockpits, Fracht. Hä? Wo war denn das Comspike-Modul drunter? Module, Harf, Hebe, Treibstoff. Ach, hier unter Ausrüstung war es drunter. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir dich hier irgendwo noch mit drin bappen. Ja, weil da oben drauf kann ich zwar, aber ist auch nicht so geil. So, da könnten wir es schon mal hinzufügen. Das war jetzt das Verteilernetz. Jetzt brauchen wir noch den Comp-Spike. Hä? Achso. Den hast du mir hier einfach nur hier wieder hingesetzt. Wenn ich den da auch unten drunten... drunter packen? Ja. Gut, das sollte eigentlich so passen.
Mehr muss ich an meinem Schiff jetzt eigentlich nicht verändern. Also den Rest würden wir eher über Skills dazu kriegen. Von daher würde ich sagen, verlassen. So. Gut. Ich muss diese Abwehrbatterien online. Das ist es. Versau es nicht. Hä? Hab ich doch. Ich hab doch jetzt ein Verteilernetz unten dran. Und ich habe auch den Comspike installiert. Ich muss diese Abwehrbatterien. Kein Problem. Die Verteilernetz da. Ja, Schiff Klingt modifizieren. nach Spaß. Mal sehen, was ich habe. Schiffsbilder. Ich hab's doch jetzt dran gemacht. Ach, ich hab ein Sch Störimpuls dran. Oh. Wollen wir das mal wieder suchen? Ausrüstung. Comspike. Nee, Comspike ist hier jetzt. Hinzufügen. Verteilernetz hat er mir nicht gegeben. Na gut, dann packen wir es damit drunter. Und fertig. Jetzt dürft's passen. Bei so einem riesen Schiff, ne? Kann das schon mal sehen. Jetzt habe ich's doch alles drauf. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also kein Problem. Ich brauche vorerst nichts mehr für mein Schiff. Gut, ich habe ohnehin zu tun. Brauchst du Ja. was? Irgendwie hängt jetzt gerade, glaube ich, die Quest. So ein bisschen. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ich habe es doch installiert. Also ich habe Comspike und... Auf dein Signal fliegen wir los. Das Verteilerding jetzt dran Neulich. gebappt. Untersuchen. Kann ich das so machen? Nee. Steigen wir ins Cockpit. Und abgedockt. Wir sind wieder allein zwischen den Sternen. Nee, es zeigt mir immer noch an, dass ich mit ihr reden soll. Okay. Wir haben doch, komm, ich guck jetzt noch mal nach, Solide angedockt. aber Gute Arbeit. eigentlich ist das auf meinem Schiff installiert. Angeblich ist die Mantis wieder da. Angeblich ist die Mantis wieder da, ja. Die hängt im am Dock Terminal. So, Hast du reden wir Durst? nochmal mit ihr. Borg im Last Nova erleichtert Ich muss sich diese mit dem Abwehrbatterien Doppelgänger. online bringen, also fass dich kurz. So, komm, Spike, The Legacy Der zu finden. Comspike verfolgt Das in der skippe ich Datei. jetzt Du nochmal. musst nur in die. Du weißt ja bereits, die Version für dein stattdessen zerstört. Und ich wette als. Ja, und Es gibt drei Abwehrsysteme. Abwehrbatterien. Sie waren Teil der. Gut ist, das schlecht ist. So. Kein Problem. Ich würde dein Geld ja gerne nehmen, aber dein Schiff ist in Topform. Ja. Ah! Jetzt gehen wir noch mal in den Schiffsbilder. Jetzt bescheuert. Ah, er baut da immer was anderes ein. Warum baut er denn? Okay. Den löschen wir noch mal. Hinzufügen. Hinzufügen.
So, ich klicke auf das Verteilernetz. Installiere das Verteilernetz. Hat er denn da jetzt wieder was anderes drauf gesetzt? So, ich verlasse den Baumodus. Hä? Okay, irgendwas hing da jetzt ein bisschen schief oder so. Okay, jetzt hat's funktioniert. Auf nach... zur Vigilance. Die schon mit ordentlich Schiffen aufwartet. So, erstmal andocken. Und wir docken an. Und wir steigen ein. So, dann gehen wir mal kurz zu Ikande. Wir jagen Piraten in der ganzen... Alle Hilfsschiffe sind eingetroffen, Commander. Gut. Wenn wir hier fertig sind, bereite ein Briefing vor. Ich will, dass alle COs so schnell wie möglich herkommen. Jawohl. Ikande? Da bist du ja. Wo warst du so lange? Ich war beschäftigt damit, meine Arbeit zu tun. Du meinst deinen letzten Ausflug nach Neon? Ich weiß über deinen kleinen Vorstoß nach Jenna deinen Bescheid. Das letzte Puzzleteil, bevor du dich auf die Suche nach Cricks Vermächtnis machst. Es ist also Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen und den Schlüssel anzugreifen. Ich bin froh, dass die UC endlich hinter dir stehen. Dank deiner Beweise konnten wir sie schließlich davon überzeugen, uns die nötigen Mittel zu geben. Bevor du nach Bannock vorspringst, muss ich noch eine Sache klarstellen. Die Credits aus dem Galbank-Transport dürfen die Fleet nicht erreichen. Du musst sie um jeden Preis hierher bringen. Wenn Delgado Zugang zu diesen Ressourcen erhält, könnten wir eine Schlacht auslösen, die wir unmöglich gewinnen können. Wir haben den Funkverkehr der Crimson Fleet im Crick-System überwacht. Sie sammeln Verbündete, indem sie auf deinem Erfolg basierende Versprechungen machen. So sehr ich es auch hasse, es zuzugeben, die UC Systef werden keine Chance haben. Die Fleet wird stärker und geeinter sein als je zuvor. Vielleicht hätte die UC diese möglichen Konsequenzen bedenken sollen, bevor sie die Leute auf Suvorov eingesperrt hat. Vielleicht. Aber anstatt über die Fehler unseres Vorgängers zu debattieren, sollten wir an einer schnellen Lösung arbeiten. Ich bringe Cricks Vermächtnis zurück zur Vigilance. Ich habe immer gewusst, dass du, wenn es darauf ankommt, das Richtige tun wirst. Das wäre es dann. Triff an Bord der Vigilance deine Vorbereitung und dann ab nach Bannock IV. Sobald du mit Cricks Vermächtnis zurück bist, starten wir den Angriff. Viel Glück. Ja, gut. Jetzt wird es ernst. Zieh den Job durch. Ich hoffe, mein Schiff hält das durch. Das wird jetzt ein schöner Raumkampf. Aber erstmal Richtung Bannock IV. So, da haben wir das Signal. Naja gut, das erste dürften wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Das halten meine Schilde hoffentlich lang genug durch. Und wieder haben sie mir alles Mögliche umgeändert hier. Na, ich mache erstmal in Energie. In die Antriebe. Zum Glück ist nichts aus den Schilden raus. Ah. 70%. Noch 50%. Und da hinten haben wir es. Es ist nicht mehr weit. Und andocken. So, dann wollen wir auch erstmal
gleich ein paar Roboter abschlachten. Das ist aber eigentlich die Frage. Das EMP verschwindet ja eigentlich nicht. Eigentlich, ne? Müsste das jetzt... Wir sind nicht die ersten Menschen, die an Bord der Legacy kommen, seit sie festsitzt. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste sie ja jetzt quasi so ein bisschen... Naja. Weiter beschädigt werden. Aber gucken wir mal. So, wir nehmen natürlich hier nochmal in Manier ein bisschen was mit. Jetzt kriegen wir eigentlich auch eine schöne Waffe. Das heißt, wir können uns eigentlich von der Waffe, die ich jetzt beitrage, jetzt hier demnächst auch verabschieden. Okay. Aber die Crew war eingesperrt. Wie lange sie wohl überlebt haben? Ja. Nicht so lange, das wissen wir ja schon. So. War hier noch was Wichtiges drin? Ist ein Einsteigerschloss? Die guten Einsteigerschlösser. Könnten wir den nehmen und dann mit... Nee, der passt nicht. Ja doch. Machen wir so. Den machen wir so. Und so. Mit Schlössern kennst du dich aus. Ja. Ach, das war nur erste Hilfe hier. Hier lag aber nichts Interessantes, ne? Nee, das Interessante kommt erst viel, viel später. Kriegen wir nochmal eine Marksman. Gut. Achtung, Tresorzugriff erfordert autorisiertes Transfermodul. Okay, haben wir. Tresorzugriff gewährt. Bitte die Türen frei halten. So. Gesehen. Die Galbank verwendet sie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ah, schon mal ein bisschen Kleingeld gekriegt. Dafür zahlst du. Ne, ne, ne. Ja, ja. Das reinste Kinderspiel. Er ist noch nicht mal rausgekommen hier. Gleich zerschießen, bevor es mich zerschießt. Na, ja, okay, ich konnte dich noch nicht mal looten. So, aber ich könnte mal mir einen Tee schon mal reindrücken. Bisschen mehr EP wäre schon nicht schlecht. Habe ich doch richtig gesehen. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Ist immer so ein Problem mit dem Rest. Soll ich jetzt hier über den Lehrling? War das jetzt der Lehrling, den ich hier machen sollte? Nee, da war das. Ja. Hier muss ich durch. Besser schon mal zerstören. So. Mal ein Traumapack einnehmen. Ja, okay, ich hole sie halt meistens schon ab.
bevor sie da rauskommen. Expertenschloss? Nee, es muss einen anderen Weg gehen. Wir gehen mal den ganz offiziellen Weg, damit ich halt wenigstens die guten Waffen vielleicht noch finde. Ich meine, hier war noch irgendwo eine Waffenkiste mit einer guten Waffe drin. Geschütz? Oh. Aber kein Problem hier. Für die MI. Ne, willst du nicht rauskommen? Gut, die Waffen nehmen wir auch nochmal mit. Die Cradsticks auch. Ich greife an nicht. Reparatur nicht möglich. Massive Schäden. Massive Schäden. Genau. Wenn man sich mit mir anlegt, hat man immer nur massive Schäden. So. Oh, kommen aber ganz gut voran. Was, das Ding ist mit Dietrich verschlossen. Okay. So, und dann müsste doch der hier einfach so rein. Nee. Der hier größer? Der hier ist größer. So. Das dürfte schon mal passen. Wollen wir mal überlegen hier, wie kriege ich den da jetzt rein? Ah, so rum. Jupp. Du hast also Erfahrung damit? Nein. Nur das Übliche. So, Türsteuerung. Techniker informieren. Wir gehen halt außen rum, wir wollen noch ein bisschen EP mitnehmen. Mit meiner guten Uranwaffe hier. Mögliche Feindaktivität. Suchprotokoll wird eingeleitet. Achtung, alle Systeme. Für alle Systeme. So. Nächste Überwachungsding. Wunder, dass ich mich laufen konnte. Und Sarah da im Weg stand. Das wird böse für dich enden. Nur ein bisschen. Das ist unfair. Ach was. War es doch ein gutes Ablenkungsmanöver. Einen haben wir aber da noch. War aber nur ein Geschütz. Da oben ist noch eins. Ne, das war's jetzt hier auf der Seite. Ja, in der Rüstung siehst du besser aus. So, kommen wir denn hier jetzt durch? Wir öffnen. Ja, hier kamen wir jetzt durch. Was sein? Dann räumen wir das doch hier hinten nochmal weg. Mit Level 6 nach hinten. Ja. Na, dann mach ich mal platt. Ja, kommt mal raus hier. Feinde in Reichweite. Kann nicht. So. Hey, Level up. Komm nur her. Ja, ja, du machst das schon, Sarah. Halte mich viel länger durch.
Ja, ich würde auch mal die Rüstung anziehen, die ich dir gegeben habe. Und Level 12 hat nichts gegen mich zu sagen, ja. Einer müsste hier noch irgendwo sein. Könnte aber auch irgendwas anderes sein. Dann mal weiter hier hoch. Noch ein 80er Geschütz. Ne, hier war jetzt nichts weiter. Das heißt, wir können jetzt einfach nach oben gehen. Und ich habe auch diesmal nicht zu viel gelootet. So, hier kriegen wir... Also hier war das. Ja, an die Kiste habe ich mich hier erinnert. Okay. So. Zuerst nehmen wir uns die Revenant. Jetzt müssen wir mal überprüfen. Die Revenant ist ja 57. Erweitertes Magazin, aufreißend und Titan gefertigt. Ja, gut. Ist an und für sich derselbe Schaden und scheint auch, glaube ich, dieselben Mods fast zu beinhalten, bis auf einen. Das heißt, wir nehmen die Revenant. So. Crewaufzeichnung gestartet. Verdammte Scheiße! Nichts. Komplette Zeitverschwendung. Ich habe alles versucht, was mir eingefallen ist und bin so weit wie zuvor. Und ich dachte, ich wäre ach so clever. Hätte den perfekten Plan. Erstens, mein Schiff reparieren und den Schildprototypen hochfahren. Zweitens, den Strom vom Crab Tank Array zurück ins System umleiten, um die Credits abzuschöpfen. Und drittens, schnell zurück zu meinem Schiff, bevor das EM-Feld die Legacy zerreißt. Drei leichte Schritte. Nur stecke ich schon bei Schritt 1 fest. Alle meine Schiffssysteme sind tot und auf diesem Schiff gibt es nichts, was mir hilft. Unglaublich, dass ich extra hier fliege und dann genauso festsitze wie die arme Crew dieses Schiffs. Oh. Wobei, Moment mal. Isa findet eine Lösung. Ich habe ihr ja extra gesagt, wohin ich fliege. Sie ist klug. Wenn ich das Treffen verpasse, weiß sie, dass etwas nicht stimmt. Wir wollten die Beute ja teilen. Ich muss einfach nur hier warten, bis ihr irgendwann klar wird, dass was faul ist. Dann kommt sie mich garantiert suchen. Bis dahin sollte ich anfangen, mein Essen zu rationieren. Ich warte wohl eine Weile. Crewaufzeichnung beendet. Ja. Crewaufzeichnung gestartet. Okay, mal sehen. Wieder ein Tag vorbei. Dann sind wir jetzt bei 6 Wochen. Keine Ahnung. Die Rationen von meinem Schiff sind alle weg. Meine Uhr tickt ab jetzt also. Und Isa gewinnt. Dieses gerissene Luder. Ich habe es echt nicht kommen sehen. Ich meine, Respekt. Ich war so dumm, ihr die Chance zu bieten. Jetzt ruht die Fleet auf ihren Schultern. Ich hoffe nur, sie fährt den schönen Karren nicht komplett an die Wand. Oh. Ah, naja. Ich setz mich jetzt mal hier hin. Ah, so, geht doch. Der beste Platz im Haus. Mit perfekter Aussicht. Das ganze Geld liegt vor meiner Nase und ist komplett wertlos. Was für ein Albtraum. Das ist das schlimmste Gefängnis, das man sich vorstellen kann. Ich würde jeden einzelnen Credit hier schenken, um wieder in New Atlantis zu sein. Mit der Scar, um mein Leben von vorne zu leben. Aber genug geträumt. Ich muss mich dem Unvermeidlichen stellen. Ich verbringe hier meine letzten Tage. Hoffentlich tritt jemand mit halbwegs Hirn in meine Fußstapfen und bringt diese schöne fette Beute zur Crimson Fleet. Falls jemand diese Nachricht findet, sagt Isa, dass ich ihr keine Vorwürfe mache. Und sagt ihr vor allem, sie soll die Fleet stark halten. Crewaufzeichnung beendet. Ja, so, dann wollen wir mal
Obwohl, wir haben ja eigentlich... Komm, jetzt haben wir es schon gemacht. Externe Kommunikation entdeckt. Automatisiertes Aufzeichnungssystem aktiviert. Legacy, bitte komm. Hier spricht Isa Melond. Hallo, Legacy? Ach du Scheiße. Isa? Bist du da? Isa? Ich bin hier. Ja, ich höre dich. Jasper Cricks. Du lebst noch? Tja, du warst schon immer ein sehr Mistkerl. Ja, ich lebe noch. Enttäuscht. Ein Monat, ehrlich? Du lässt mich einen Monat lang hier Panik schieben? Eine Woche war abgemacht. Moment. Ich glaube, weil ich von außerhalb des EM-Felds übertrage, wird mein Signal gestört. Das klang gerade so, als hätte Jasper Cricks der Große zugegeben, dass er Panik hat. Ja, ja, schon gut. Sparen wir uns den Mist und du rettest mich, okay? Komm schon, hier müssen Millionen von Credits liegen. Wir sind reich. Weißt du was? Ich glaube, ich passe. Weißt du noch, dass du mich zum kommissarischen Chef der Fleet gemacht hast, als du gegangen bist? Tja, da war mir klar, ich will den Job dauerhaft. Ich musste nur deine Schildpläne ein wenig abändern. Hauptsächlich die Fußnoten, in denen der Cheftechniker erwähnt, dass das System unfertig ist. Ich habe sogar einen Techniker dafür bezahlt, das Stromsystem auf deinem Schiff zu manipulieren. Aber sieh dich an. Überrascht mich, dass die Schilde lang genug gehalten haben, dass du durch den Sturm kommst. Was zur Hölle? Das kannst du mir nicht antun. Ich leite die Fleet. Was fällt dir ein? Bla bla bla. Ich hab mich doch klar ausgedrückt. Ich leite sie. Du bist tot. Nur erzähle ich das niemandem, sondern dass du mit der Beute im Gepäck in den Sonnenuntergang geritten bist. Wunderbar romantisch. Die Fleet wird es lieben. Und die Credits sind dir egal? Geht es denn nicht um die Credits? Die Fleet ist eine Familie. Schon vergessen? Wir müssen uns doch aufeinander verlassen können. Du Idiot! Kapierst du's nicht? Von der Legacy gibt es keine Rückfahrkarte. Die Technologie für deinen dämlichen Beutezug existiert einfach nicht. Und spar dir das Fleet-Motto. Ich hab mir den Bullshit jahrelang angehört, während du mich bei jedem Deal übergangen hast. Das nennst du Familie? Weißt du was? Ich bin froh, dass du noch lebst. Da kann ich Lebewohl sagen. Also, Lebewohl? So, fertig. Das war's. Isa? Isa! Bist du noch da? Antworte! Crewaufzeichnung beendet. Ja gut, so, dann würde ich aber jetzt nochmal kurz gucken. Schauen wir mal, dass wir dich nochmal ganz fix auf die Favoriten packen. So. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil die würde ich ja jetzt sowieso auswechseln. Und jetzt müsste sie ja auch mal richtig Damage drücken, ne? Achso, halt. Ja, jetzt. Geistesabwesen. Wir müssen ja erstmal hier das rückgängig machen. Und dann die Überweisung tätigen. Ah, jetzt. Beginn des Zahlungstransfers. Bitte warten. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Zahlungstransfer abgeschlossen. So. Elektromagnetische Überlastung. System und zwei im Netz. Der Strom ist ausgefallen. Wir müssen hier schleunigst weg. Ja. Ich sehe aber nichts. Ah, jetzt. Ja, Mama. So, schon mal ein Traumapack einwerfen. Eröffne Feuer.
So. Die Robis lasse ich jetzt mal da stehen. Eieieiei. Überall tritt was aus. Überall explodiert es um meine Ohren. Das war verkehrt. Eieiei. Gehen wir mal aus dem Weg. Katastrophale Schäden. So, nochmal Medi nehmen. Okay, lad nach, komm schon. Massive Schäden. Alle Systeme versorgen. Na komm hoch da. Na gut, ich knack jetzt mal kurz das Lehrlingsschloss. Da haben wir mal kurz ein bisschen Atemluft. Passt aber keiner so richtig. Dann machen wir so und so. Der kann auf jeden Fall da rein und der müsste dann hier unten reinpassen. Eieieiei. Falsche Richtung. Man sieht hier halt auch überhaupt nichts. Hallo Geschütz. So. Ah, da ist zugegangen. Hier ist auch zu. Gucken wir mal, was wir hier durchkommen. Wenn man denn hier auch noch mal ein bisschen was sehen könnte, ne? Dann wäre das ganz cool. Die Lampe hilft mir auch nicht wirklich. Man sieht hier fast nichts. Hui. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Lungenschaden. Aber okay, den kriegen wir ja wieder raus. Muss ich mich erstmal wieder ein bisschen hochregenerieren hier. Nehme ich mal kurz ein Heilmittel, dann habe ich keinen Lungenschaden mehr. Gehen wir mal eine Stunde schlafen, das müsste vielleicht schon ausreichen. Gut geruht? Ja. Ich sicher nicht. Während die Legacy halt nur am explodieren ist. Haben wir uns nochmal eine Stunde hier dran gehängt und dann passt das. So. Jetzt wollen wir aber hier raus aus dem System. Die Wahl des Sprungziels entscheidet über deine endgültige Zugehörigkeit zur UC Systev oder der Crimson Fleet. Ja, abdocken. Okay, wir können sogar noch Sarah um Rat fragen. Wir sind frei und flugbereit. Aber ich sollte erstmal hier irgendwie... Gut, wir gehen erstmal kurz nach... Benok. Das war wegen der Explosion, ne? Okay. Können wir jetzt hier mal kurz woanders hinreisen? Danke. Reicht ja schon, wenn wir da rausgehen. Das ist ein Ende. What? Wer sagt das? Falscher Ort, falsche Zeit. Das ist die Mantis! Ja, klar. Scanner, verdammt! Antriebe hochfahren! Wir verschwinden! Wir... schneller! Bitte, bitte, töte mich nicht! Danke, Mantis. Was ist deine
Eine, die... wo die Waffen nicht schießen. Warum haben die denn nicht geschossen? Na gut, dann lassen wir uns trotzdem bezahlen. Aber die Spacer waren total entsetzt. Kaum zu glauben. Die Mantis hat uns gerettet. Alle erzählen von dieser Mantis. Wer zum Teufel ist die Mantis denn? Ich bin der Geist, der Spacer und Crimson Fleet in Angst und Schrecken versetzt. Okay. Unglaublich. Genauso hatte ich mir dich vorgestellt. Ist es also üblich, der Mantis eine Belohnung zu geben? Die Mantis nimmt keine Belohnung. Danke, Sir. Ma'am? Unglaublich, dass du uns gerettet hast. Moment mal, das kostet nichts. Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Ganz recht. Die Rechtschaffenheit ist mir Belohnung genug. Verrückter kann es nicht mehr werden. Ein Mantis-Klassiker. Tja, dann danke, Mantis. Schiff ist repariert. Wir fliegen los. Na denn. So, aber wir steigen jetzt erstmal ab. Habe ich die Spacer nicht gekriegt? Ich bin ganz Ohr. Ja, und du stehst im Weg. Ach, gerade ist mein Tag schöner geworden. Wo soll ich Cricks Vermächtnis hinbringen? Musst du das wirklich fragen? Du hast Commander Ikonday dein Wort gegeben, Cricks Vermächtnis zur Vigilance zu bringen, um der Crimson Fleet ein Ende zu setzen. Wenn du die Constellation und mich fragst, ist dein Wort am wertvollsten. Viel wertvoller als jeder Datenkern. Du solltest dich also fragen, ob diese Credits deine Seele wert sind. Okay, wir haben ihn gefragt. War mal aber sowas von klar, dass es ihr nicht gefällt. Aber na gut, denn... wir haben uns ja schon quasi eigentlich entschieden. So, jetzt muss ich aber mal wieder ein bisschen aus Antrieb raus. Für die Waffen nochmal ein bisschen was rein. So, damit wir dann halt auch voll sind. Und wehe, Automatikgeschütze, ihr versaut mir das jetzt. Ich werde nochmal schnell speichern. Weil wenn ihr jetzt so eine Blamage abliefert wie vorhin, dann wird das ein kurzer Fight. Ein sehr, sehr kurzer. Und wehe dir. Wehe dir, du stellst das jetzt wieder um, weil wir angedockt sind. Bin sogar am Überlegen, jetzt nochmal einen Punkt in die Automatikgeschütze zu packen. Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Die Sterne anders angeordnet. Verdammt, die halten sich nicht zurück. Sind. Schaltet ich sie weiß, aus. Schlechter Zeitpunkt, aber Ihr Sprungantrieb ist hinüber. Ihr Grafantrieb ist tot. Jetzt haben Sie keine Schilde mehr. Sie wissen, dass wir hier sind. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sofort im Operationszentrum melden. Und ich habe wieder nicht ein EP gekriegt. Ich fühle mich jetzt langsam ein bisschen gemobst von meinem Schiff. Gut, klar, die kamen natürlich damit auch klar, aber... sonst wird die Endschlacht kurz, wenn ich nicht schieße. Gut, ab in die Luftschleuse und an Bord. Hm. Wieder an Bord zu sein. Naja, wie gesagt, wir sind 3 von 4. Wir bräuchten da auch keine weiteren Dinger mehr drin. Ah. Aber eigentlich würde ich lieber gerne in die Außenpostentechnik investieren. Komm, ich habe Vertrauen. Machen wir nachher nochmal das fertig. Ich hab's vermasselt. Ich hatte den Feind. Erledigen wir den Piratenabschau. Ja, machen wir.
Die Station ist in Alarmbereitschaft, seit die Späher hier waren. Es sagen alle, dass jetzt die letzte große Schlacht kommt. Ist es das? Ist das Kriegs Vermächtnis? Wahnsinn. Fähnrich, gib das hier in den Datenkernanalysator ein. Wird gemacht, Sir. Na, Lieutenant, ich sagte doch, er enttäuscht uns nicht. Zugegeben, ich bin beeindruckt. Das ist verdammt viel Geld. Verschlüsselt oder nicht. Die Verlockung muss extrem groß gewesen sein. Ich wollte bloß richtig handeln. Naja, jetzt bist du hier. Und jetzt zu dringenderen Angelegenheiten. Uns wurde bestätigt, dass die von dir zerstörten Schiffe unsere Verteidigung ausspähen sollten. Leider hat sich eins per Grafsprung gerettet, bevor du gekommen bist. Das bedeutet, Delgado wird die Crimson Fleet nun auf unseren Angriff vorbereiten. Wenn Delgado davon weiß, sind wir taktisch im Nachteil. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann treffen wir ihn da, wo es weh tut. So lautet der Plan. Lieutenant, es wird Zeit, unsere Taktik offenzulegen. Jawohl. Die Vigilance verfügt über die modernsten hyperresistenten Schilde. Nur sie kann sich dem Schlüssel ungefährdet nähern. Allerdings weist der Schlüssel 3 orbitale Abwehrbatterien auf, die elektromagnetische Energie abfeuern. Ein Treffer und unsere Schilde sind futsch. Unsere Mission lautet, die Batterien auszuschalten. Ich führe den Angriff auf Batterie Alpha persönlich an. Und ich brauche deine Unterstützung. Leider konnten wir weniger Unterstützung für die Mission gewinnen als erhofft. Wir haben nicht genug Beweise gesammelt. Wir konnten der Mastführung keine weiteren Geschwader abbringen. Sie haben das Gefühl, dass ihr Einsatz schon jetzt zu hoch ist. Wir müssen also alle 3 Batterien selbst ausschalten. Bedauerlich, ja. Aber ich bin überzeugt, wir schaffen das. Sonst wären wir nicht hier. Wir haben dir auch einen Rufnamen gegeben, Renegade, um den Angriff besser koordinieren zu können. Sind die Batterien zerstört, fliegst du zum Schlüssel und nimmst Delgado gefangen. Und wenn er nicht mitkommen will, tust du, was nötig ist. Wenn es einen Weg gibt, die Sache ohne Blutvergießen zu beenden, werde ich ihn finden. Das ist nobel, aber die Crimson Fleet und vor allem Delgado sehen das garantiert anders. Ich weiß, das ist nicht leicht für dich. Du hast unzählige Stunden mit diesen Piraten verbracht und siehst sie auf oberflächlicher Ebene vielleicht als Freunde. Aber denk daran, mit wem du es zu tun hast. Piraten, Verbrechern und Dieben. Sie werden nicht zögern, dich zu töten. Fehlgeleitete Gnade könnte also dein Ende sein. Das ist es. Nach Jahren der Vorbereitung kommt jetzt der entscheidende Moment. All meine Hoffnungen und Wünsche sind bei dir. Viel Glück. Okay. Dann wollen wir mal. Jetzt müssen wir nur noch die Fleet eliminieren. Einmal das Ganze überstehen. Ich hoffe, das Schiff ist jetzt soweit gut ausgerüstet. Die Batterien sind halt hardcore. Oder waren sie damals? Mal gucken. Ich habe aber Vertrauen in meine Schiffsbaukünste. Auch wenn das ein fliegender Schrotthaufen ist. Auch sehr schwer. Festung ist es noch nicht so ganz. Schiff ist wieder frei. Ich hätte es auch am liebsten noch mal ein bisschen anders gebaut, aber mal gucken. Das nächste Schiff werden wir dann noch mal komplett anders bauen. Oh nein. Ich sehe schon wieder, was hier schon wieder los ist. Ja, ein und ein noch. Zu viel Antrieb brauche ich jetzt nicht. Unsere kühne Reise auf dem Ozean der Sterne führt uns hierher. Okay, Herr Spatrum. Folgt Renegade. Schaltet die Batterie aus. Okay, ich bin noch nicht weit genug dran. Treffertrieb tot. Wollte hier sowieso nicht weg. Warum schießt mein Schiff nicht? Automatikgeschütze und die ballern nicht. Was soll die Kacke? Eines deiner Schiffssysteme wurde beschädigt. Ja, schön. Wir weichen ihn einfach aus. Tötet ihn.
Ja, Höhenintegrität in deines Schiffes ist niedrig. Das brauchst du mir jetzt nicht sagen. Das machen wir nicht zum ersten Mal. Warum wird nicht gefeuert? Ich kann die nicht selber benutzen. Können nicht manuell benutzt werden. Ja, ich weiß das. Volltreffer auf den Waffensystem überlastet. Es ist offline. Okay, ich lasse mich jetzt einmal zerstören, wenn mein Schiff jetzt null feuern tut. Ich habe nur Raketen. Was soll die Kacke denn jetzt? Okay, ich hoffe, ein Neuladen hilft. Jetzt geht's los. Meine Güte. Ihr Grafantrieb ist getroffen. Ja, diese Nachrichten nerven ein wenig. Hoppala, jetzt bin ich woanders gegengekommen. So. Und ihr Grafantrieb ist hinüber. Gut. Die Crimson Fleet ist erledigt. Sie haben die Batterie erledigt. Kraftsprung offline, Captain. Der Fleet hat keinen Antrieb mehr. Aber wenn man sich mal wehren kann, dann ist es kein Problem. Alle Schiffe zu Beta sprengen. Renegade, Achtung. Ja, ich muss aber erstmal meine Schiffssysteme reparieren. Das heißt, wir bremsen erstmal ab. Bevor ich zur nächsten losreise. Kraftsprung ist wieder da. Na, ist gut, aber brauchen wir nicht. Aber ich pack nochmal einen in den Antrieb. Die sind Level 6 und müssen gegen... Oh Gott. 18er antreten. Ja, wie gesagt, wenn unser Schiff halt nicht stark genug ist, dann würde man diesen Kampf auch nicht überleben. Warte jetzt nur, bis meine Antriebe und so weiter soweit fertig repariert sind. Graf ist eigentlich egal, wenn der ein bisschen beschädigt ist, dann ist das so. So, noch ein paar Credits. Da haben wir noch einen Hound. Weil schon beschädigte Module kriegen ja dann trotzdem noch ein bisschen mehr Schaden. Dann würde mir der Antrieb ganz schnell absaufen. Dieser Antrieb muss ich jetzt abwarten. Es geht nicht anders. Aber na gut, können wir hier nochmal ein Müsli-Sieb einsacken. Wir haben ganz schön gut was auf Schnauze gekriegt. Na? Antrieb wäre schon da, sollen wir es riskieren? Komm, ich riskier's. Ich bin nicht der Fan von Warten. Ne, mach das doch. Wir wurden getroffen. Ja, nicht nur ihr. Unseren Grafsprung hat's erwischt. Die Batterie muss weg. Sie haben die Batterie. So. Ja, ich weiß, ich repariere ja schon dagegen. Ohne Grafantrieb sitzen sie fest. Haha.
Ja, meine Waffen haben auch ein bisschen was abgekriegt. Irgendjemand schießt mir die ganze Zeit hier in den Hintern. Feind kann nicht springen. So. Bam! Das war ihr Grafantrieb. Gut. Beta erledigt. Die letzte ist noch aktiv. Alle Schiffe zu Batterie Gamma sprengen. Ja, mein Schiff braucht wieder erstmal Reparatur. Das ist der Schild gleich ganz runter. Das heißt, wir gucken erstmal, dass wir hier so ein bisschen looten tun. Sprungantrieb repariert. Ja, ich glaube, die Reparatur wäre für solche Kämpfe eigentlich auch nochmal gar nicht mal so verkehrt. Aber die sind halt zu selten, solche krassen Gefechte. Bin sogar am Überlegen, jetzt nochmal ein bisschen aus den Waffen rauszugehen. Und nochmal die 4 Punkte in den Antrieb zu legen dann. Sobald das Ding repariert ist, natürlich. Ja, eine Gladius haben wir aus Death verloren. So. Schon mal alles soweit in den Antrieb packen. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht schnell genug sind mit unserem jetzigen Sprung. Dass wir dann sagen können, okay, ich erreiche das Ding ein bisschen schneller an Waffenreichweite. Und baller es dann zu plump, weil das macht wirklich sehr viel Schildschaden. Klar, meine Schilde reflektieren und alles, ja, ist auch sehr hilfreich. Ich glaube, ohne das würde ich gar nicht überleben hier. Aber... wir brauchen halt fast vollen Antrieb. Kommen jetzt auf 200. Oha. Johann of Arc. Ja. Schalten wir diese Batterien aus. Ja, ja. Bis gleich die einzige, die mir noch bleibt, wa? So ungefähr. Aber irgendwo müsste... ach, da ist noch was. Da gehen wir halt wenigstens ein bisschen looten. Ich hoffe, die Power reicht jetzt aus, die wir jetzt in den Geschützen drin haben. Na, eigentlich machen die ja schon guten Damage. Noch mehr Damage hätte mir jetzt auch nichts gebracht. So, und einen haben wir noch. Mineralienvorkommen, ja gut, das hole ich mir jetzt auch nochmal. Der Antrieb ist fast ganz repariert. Wir kommen jetzt auf 86. Wir sind halt auch durch die ganze Masse sind wir halt schwer, aber wenigstens durch die Masse kann ich wenigstens mal ein Reparaturkit drücken. Wer ist noch mit den anderen Schiffen? Das waren so deprimiert. Einmal Schilde ausgeweiht, blub, weg. Ja, aber das Schiff schlägt sich nicht schlecht. Die ersten zwei Batterien haben wir jetzt gut hingekriegt. Gut, das eine Mal, das gold aber auch den Waffen, ne? Die Waffen wollten halt echt nicht mitmachen. Und das war halt eher das Problem. Ja, der Graf ist schon gleich komplett repariert. Aber wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Power in den Antrieb. Bin sogar im Überlegen. Ja, könnten wir eigentlich mal machen. Ich lasse jetzt nur mal zwei in den Raketen. Das ist jetzt halt wirklich fast nur auf Antrieb. Jetzt kommen wir nämlich schon auf 100. 108. Und nur auf die Pri- und Sekundärwaffe kommen. Wie gesagt, Nachteil ist von den Waffen halt, ja, sie funktionieren halt nur automatisch.
Man kann sich denn halt nicht so wirklich wehren. Na, zwei brauchen wir noch. Zwei Ticks. Für die letzte Batterie. Ah. 117, 118. Gilt das nicht mit einer Schiffsreparatur? Nee, kann ich nicht verbessern. Gut. Wir reisen jetzt aber hin. Den einen Punkt. Der dürfte nicht mehr viel Unterschied machen. Mit vollem Schub direkt auf die Batterie. Konzentration, Renegade. Du kriegst das hin. Ha, wer braucht schon Schilde? Wir weichen ihn einfach aus. Die treiben durchs All. Ah ja, und ich habe schon wieder einen auf meinen Arsch gekriegt. Zielerfassung. Feuer. So. Jetzt habe ich zwar schon wieder keine Schilde. Gamma ist erledigt, aber die Fleet treibt sich hier noch um. Dann mal los. So, komm. Wir haben den Grafantrieb erwischt. Feindliche Schilde wieder aktiv. 72. Feindlicher Grafantrieb außer Betrieb. Na, Schaden hielt sich jetzt ein bisschen mehr in Grenzen. Grafantrieb des Ziels ist deaktiviert. Och, wie süß, ein Sechser hat noch überlebt. Leid, Leute. Jetzt dreht er hier die ganze Zeit eine Runde um mich, oder was? Geschafft! Alle Batterien ausgeschaltet! Gut geflogen! Alle Schiffe, folgt Renegade zum festgelegten Treffpunkt beim Schlüssel! Gut. Dann einmal nochmal komplett auffüllen. Wir haben leichte Schäden an der Waffe. Wir haben... Ja gut, die Raketen sind jetzt eigentlich nicht so wichtig. Der Antrieb ist auch schon wieder fast da. Ja, ich wollte eigentlich hier die Schrottteile noch haben. Gönnt mir den Schrott. Ich muss ja irgendwie mein Schiff nachher wieder reparieren hier. So. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Wendigkeit rausnehmen. Auch wenn die Raketen jetzt soweit schon mal wieder ein bisschen gefüllter sind. Und jetzt noch mehr Energie in die Waffen. Dass wir Dauerfeuer können. So, jetzt wollen wir mal gucken. Auf zum Schlüssel. Da stimmt was nicht. Wo ist die verdammte Vigilance? Was verloren, Toft? Nee, das war ihr Grafantrieb. Ich würde nicht auf Verstärkung hoffen. Dann habe ich genug Zeit, Sie haben ihre Schilde verloren. Wirklich. Okay, Fleet. Sie können nicht mehr springen. Wir haben ihren Antrieb erwischt. Verteidigungsformation. Ja, und ich habe schon zwei Schiffe zerstört. Ziel hat keinen Grafantrieb mehr. Ziel hat gar nichts mehr. Gut, wir haben auch schon keine Schilde mehr. Nicht gut. Unser Grafantrieb ist denn über. Ihr Grafantrieb ist unten. Ah. Ich hole Kriegs Vermächtnis aus dem Wrack deines Schiffs. Hörst du mich, Verräter? Na, dann mach das mal. Feindkontakt. Bin dran. Hier spricht Commander. Hier. Der Grafantrieb ist ausgefallen. Und macht euch bereit.
Verdammt, Neva! Ich brauche mehr Zeit! Nicht wieder! Er ist Staub. So. Das Geschütz schießt du nicht, warum nicht? Die Waffen sind futsch. Naja. Antriebsausfall! Die Waffen sind wieder aktiv. Wir müssen die Schilde wiederherstellen. Waffen ausgefallen, Waffen Unser ausgefallen. Antrieb ist offline. Warum wird auch... Schildgenerator repariert. Wir haben keine Waffen, Waffen mehr. Sind wieder unser Waffensystem ist komplett offline. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Ich kann auch. Ja, gut, ich kann nicht mehr fliegen, weil. Ich werde hier die ganze Zeit nur beschossen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nichts machen, außer Kids drücken. Entweder die Vigilant macht jetzt mal was, oder ich bin gleich im Arsch. Waffen sind repariert. Das Waffensystem verliert Energie. Und jetzt ist es offline. Waffen Mist. Sind wieder repariert. Ich komme nicht von der Stelle. Sieht aus, als wären die Waffen wieder da. Ja, mir wird aber ständig in den Arsch geschossen. Waffensystem die Waffen sind wieder da. Und wir auch. Waffen ausgefallen. Schilde sind die bereit. Die Schilde wurden getroffen. Wir müssen sie reparieren. Waffen Unsere wieder Waffen hat's erwischt. Sehr gut. Und Schilde sind unten. Ich kann mich halt nicht bewegen. Waffensystem ist wieder bereit. Waffen das ausfallen. Ist nicht euer wir Ernst jetzt. Bedrohlich. Schilde sind Schilde repariert. Sind unsere Waffen. Unser Waffensystem ist offline. Ja, und ich kann nichts machen, außer jetzt ein Kit nach dem nächsten reinzudrücken. Wir haben keine Waffen mehr. Mist, Waffen sind ausgefallen. Waffensysteme wieder bereit. Alle Waffen sind feuerbereit. Die Waffen sind futsch. Schilde wieder hochgefahren. Waffen sind Waffensystem offline. Wir haben keine Schilde mehr. Ich habe auch keine Kits mehr. Waffen sind... Die Waffen sind offline. Wieder, Schilde sind zurück. Was? Moment. Nein. Schilde? Schilde? Ja. Warum haben wir denn jetzt nicht auf die... Habe ich jetzt die Waffen vorher schon verloren gehabt? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Okay, ein Bug zu meinem Vorteil, ein Bug zu meinem Nachteil. Da stimmt doch nicht. Wo ist okay. Die verdammte Vigilance? Was verloren, Torf? Hoffentlich haben sie den Brav-Antrieb nicht gebraucht. Ich würde nicht auf Verstärkung hoffen. Dann habe ich genug Zeit, um eure Schiffe aus der Leere sie zu holen. Sie haben keine Schilde. Zeigen wir sie. Die springen nirgendwo hin. Für den, der den Verräter ausschaltet. Alle Schiffe, Verteidigungsformation. Graf ausgefallen. Jetzt oder nie. So, aber erstmal den großen wegknallen. Ich hab was auf die Waffen gekriegt. Diese Teilchengeschütze machen mir so viel Schaden. Und die sind nur Level 1. Kann ich die wenigstens anvisieren jetzt? Ich kann die nicht mal anvisieren und ich kann sie auch nicht beschießen, weil ich keine manuellen Waffen habe. Und die zerschießen mich ja auch die ganze Zeit. Na komm. Mit den Antrieb jetzt mal so weit wie möglich raus. Komm, das hältst du, Schiff. Das hältst du, das hältst du. Wir müssen nur noch ein Stückchen weiter weg werden. Wir sind jetzt auf 2000 Meter. Wie gesagt, du bist keine Herausforderung für mein Schiff. So, ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt schon weg sind. Aber wenn die anderen mich überholen? Ihre
Ihre Schilde sind weg. Schalte sie aus. Ohne Kraftantrieb sitzen sie fest. So. Angriffsmanöver. Hier spricht Commander. Ihr Grafantrieb ist tot. Gebt auf und macht euch bereit für die Enterung. Verdammt, Neva! Ich brauche mehr Zeit! So. Die können auch die Geschütze gerade nicht anvisieren, ne? Graf funktioniert nicht. Und werden hier einer nach dem anderen Graf erschossen. Offline. Graf Antrieb offline. Technik Crew zum Antrieb. Gut, ich probiere was anderes. Meine Schilde sind wieder auf 100%. Graf funktioniert nicht. Antrieb instabil. Ich versuche einfach so anzudocken. Ne, 0 Meter. Ich kann das nicht. Meine Geschütze und Raketen funktionieren nicht. Ah doch, Raketen funktionieren. Ich muss dann aber nur manuell zielen. Okay. Ah, fast alles aus dem Antrieb raus. In die Raketen rein. Schon. Brauch mehr Energie da drauf. Jawohl. Alle Crimson Fleet-Schiffe zerstört. Sysdev, Perimeter sichern. Ich will, dass alle Nachzügler zusammengetrieben werden. Renegade, jetzt liegt alles an dir. Los! Ja. Dann wollen wir mal an Bord des Schlüssels gehen. Grafsprung wiederhergestellt. Haha, da wirst du jetzt einiges wiederherstellen müssen, Sarah. Aber Schiff hat soweit standgehalten. Schiffsintegrität, alles okay. Andock-Vorgang abgeschlossen. Ja, wir werden vorher auch nochmal eine Stunde schlafen gehen. Entern werden wir so oder so. Und ich werde mich dann nochmal leer räumen. Dementsprechend machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.